George Brock war ein französischer Maler, Grafiker und Bildhauer. Nach einer frühen fauvistischen Schaffensphase war Brock zusammen mit Pablo Picasso der Mitbegründer des Kubismus Leben und Werk. 1890 übersiedelte die Familie nach Le Havre, wo der junge Braque 1899 eine Lehre als Dekorationsmaler machte und gleichzeitig in der Abendklasse der École des Beaux-Arts Malunterricht nahm. Von 1902 bis 1904 setzte er seine Studien in Paris an der Académie Humboldt fort, wo er Marie-Laure Rengin und Francis Picabia traf. Seine ersten Werke waren impressionistisch beeinflusst. Braque machte im Jahr März-April 1906 durch eine Ausstellung im 22. Salon des Indépendants, auf der er 7 Bilder zeigte, die Bekanntschaft von Henri Matisse, Albert Magel und André Dürer, die fauvistische Werke ausstellten. Braque wurde vom Stil dieser Fauves genannten Künstler beeinflusst und widmete sich verstärkt dieser Richtung. Er arbeitete eng mit Raoul Dauphin und Otten Friests zusammen, die ebenfalls in Le Havre wohnten. Der Salon d'Automne zeigte im Herbst 1906 eine Ausstellung mit 10 Bildern von Paul Cézanne, der während des Verlaufs der Ausstellung am 23. Oktober starb. Braque, tief beeindruckt von Cézanne, reiste noch im Oktober nach Lestac, wo er sich bis Februar 1907 aufhielt. Cézanne hatte das Fischerdorf in der Nähe von Marseille in den 1880er Jahren besucht und dort eine große Anzahl Landschaftsbilder gemalt, deren bekannteste das Meer bei Lestac und die Bucht von Marseille von Lestac aus gesehen sind, letztere hatten großen Einfluss auf Braque. In Jahren 1908 und 1910 zurück. Im März-April 1907 gab es im 23. Salon des Indépendants erneut eine Ausstellung fauvistischer Arbeiten, an der er mit 6 Gemälden beteiligt war. Der deutsche Kunsthändler Daniel Henry Kahnweiler kaufte das Bild Das Tal. Die anderen 5 Bilder erwarb der deutsche Kunstsammler Wilhelm Ude zum Gesamtpreis von 505 Francs. Im Juni und Oktober 1907 wurde Cézanne in Paris mit 2 umfangreichen retrospektiven Ausstellungen geehrt. Die sollten die Richtung der Avantgarde beeinflussen und den Weg zum Kubismus bahnen. Ganz entscheidend für Braque wurde sein 2. Aufenthalt in Lestac im Herbst. Mit Gemälden wie Terrasse des Hotel Mistral und Viadukt bei Lestac entfernte sich Braque vom Fauvismus und näherte sich Cézanne strukturiertem Stil an. Ende November, Anfang Dezember 1907 begleitete Guillaume Apollinaire Braque in Picassos Atelier im Bateau Lavoie. Er Ravignan 13. Vermutlich war dies Braques erster Besuch, vielleicht hatten aber auch schon im Frühjahr, während der Independance, erste Kontakte stattgefunden. Hier sah Braque erstmals das im Sommer 1907 beendete Gemälde Les Demoiselles d'Avignon und das begonnene Gemälde 3 Frauen. Beeindruckt von diesem Besuch, arbeitete auch Braque im Dezember an Figurenkompositionen und begann ein großes Gemälde mit dem Titel Frau. Picassos Atelier bildete nun den Ort, in dem nicht nur über Picassos Arbeiten etwa Akt mit Kleidungsstück, sondern auch über die Braque diskutiert wurde. So wurde auch Braque in seinem Dachatelier in der Rue d'Orsel von Picasso besucht, zumal das Bateau Lavoie nur wenige hundert Meter entfernt lag. Anfang 1908 arbeitete Braque an einem weiteren figurativen Motiv, dem großen Akt. Im 24. Salon des Indépendants Picasso zeigte seine Arbeiten niemals im Salon minus stellte Braque neben dem Gemälde Frau 4 weitere Arbeiten aus. Picasso äußerte gegenüber seiner Freundin Fernande Olivier, Braque hätte ein großes Bild mit kubistischer Konstruktion heimlich gemalt, ohne irgendjemanden die Quelle seiner Inspiration zu verraten. So hatte Picasso seine Vorbehalte gegenüber Braque erst im Herbst 1908 aufgegeben, den er zuvor verdächtigte, seine Arbeiten und Ideen verwerten zu wollen, ohne deren Urheber anzugeben. Im Sommer 1908 hielt sich Braque wieder in Lestac auf und malte eine Serie kubistischer Landschaften, von denen Straße bei Lestac das bekannteste ist. Picasso, der den Sommer im Val d'Oise verbrachte und ebenfalls Landschaften malte, kam, völlig unabhängig, zu ganz ähnlichen malerischen Ergebnissen. Einer verknappenden Bildsprache aus facettierten Formen, mehreren Ansichtigkeit der Gegenstände und Zurücknahme der Farbe um der Form willen. Anführungszeichen. Anfang September reichte Braque 9 Bilder, darunter Häuser in Lestac beim Salon d'Automne ein, die aber von der Jury Matisse abgelehnt wurden.
Der Kunstkritiker Louis Voxelis berichtete über ein Gespräch mit Matisse. Braque hat ein Bild eingereicht, das aus kleinen Kuben besteht, um sich besser verständlich zu machen. Nahm er ein Stück Papier und zeichnete in 3 Sekunden 2 aufsteigende, sich schneidende Linien, zwischen die kleine Würfel gesetzt werden, die das Lestac von Georges Braque darstellen sollten. Apollinaire kolportierte mehrfach diese Geschichte und die verwendeten Begriffe Kubus und Kubismus. Im Jahr 1912 sollte dies die offizielle Erklärung für den Ursprung des Begriffs Kubismus gewesen sein, wohl auch durch eine im gleichen Jahr erschienene Abhandlung mit dem Titel De Kubisme von Albert Gleizes und John Metzinger. Allerdings taucht der Begriff bereits im Frühjahr 1909 in einem Artikel von Charles Maurice im Mercure de France auf. Einige Monate später nennt Voxelis diesen Stil kubistisch und Ende 1909 ist der Ausdruck bei allen Malern und Kritikern in Gebrauch. Ende des Jahres 1908 begannen Picasso und Braque einen regen Dialog. Braque bemerkte hierzu später: Es dauerte nicht lange und ich tauschte mich täglich mit Picasso aus. Wir diskutierten und prüften die Ideen des anderen und verglichen unsere jeweiligen Arbeiten. Anführungszeichen. Der gemeinsame Treffpunkt jener Tage war das Restaurant Aisen. Im November 1909 stellte Daniel Henry Kahnweiler schließlich die Landschaften aus Lestac sowie die ersten kubistischen Stillleben Braque mit Musikinstrumenten in seiner Galerie aus. Im Winter widmete sich Braque mit Motiven wie Teller und Obstschale einem weiteren Cézanneschen Grundthema. Picasso malte zur gleichen Zeit ebenfalls Früchtestillleben, was die wachsende Nähe der beiden Künstler dokumentiert. Den Sommer 1909 verbrachte Braque in La Roche-Guyon im Seine-Tal, wo Cézanne sich 1885 aufhielt. Verbrachte, lockerte sich die enge Beziehung der beiden Künstler. Achbrit und Gitarre und Programm mit einem Programmzettel des Tivoli. Entschließen. Sox war. Baden Avignon ein Haus bezogen. Pflichtig. Picasso zum Bahnhof von Avignon gebracht. Picasso äußerte später, dass er Braque seither niemals wiedergesehen hätte. 1915 wurde Braque bei einem Fronteinsatz am Kopf schwer verwundet. Zu Picasso hatte er keinen persönlichen Kontakt mehr. Eigenen Stil, bei dem er vornehmlich Stillleben malte. Und daut um ne teilzunehmen. Schwill S.U.R. mehr. Durchdrangen. Es. Wies die Lithographien Suite Cahier de Georges Braque. Die Saint-Dominique-Kapelle desselben Dorf 7 figurative Glasfenster. Brody. Bank Austria Kunstforum, Wien.